In diesem Video erstellen wir einen Maskenübergangseffekt in Premiere Pro. Dafür habe ich einen Clip vorbereitet, in dem eine Person durch das Bild geht. So ein Clip ist perfekt für diesen Effekt. Ein Objekt oder eine Person, die sich einmal durch das komplette Bild bewegt. Suchen wir uns den ersten Frame für diesen Übergang. Hier gibt es etwas Platz auf der linken Seite der Beine, die durch das Bild laufen. Für diesen Bereich erstellen wir eine Maske, um ihn später durch einen zweiten Clip zu ersetzen. Dafür wählen wir den Clip einmal aus, gehen in die Effekteinstellungen des Clips und wählen den Zeichenstift im Reiter Deckkraft aus, um eine Maske erstellen zu können. Ich habe bereits ein ausführliches Video zu Masken in Premiere Pro erstellt, gerne einmal anschauen. Wenn man mehr Platz zum Maskieren benötigt, macht man einen Doppelklick auf das Programmmenü. Dann öffnet sich das komplette Wiedergabenfenster. Mit dem Stiftwerkzeug zeichnen wir diesen Bereich nach. Wenn man einen weiteren Maskenpunkt erstellt und dabei die linke Maustaste gedrückt hält, kann man einen Bezier erstellen. Dieser eignet sich perfekt für Kurven. Mit den Griffen des Beziehers kann man die Rundung des Pfades noch genauer anpassen. Um im Nachhinein noch einen Punkt in einen Bezier umzuwandeln, drückt man mit gehaltener Alt-Taste auf einen Maskenpunkt. Um die Maske fertigzustellen, muss man den Endpunkt mit dem Anfangspunkt wieder verbinden. Danach wieder in die Effekteinstellungen wechseln und den Haken für umgekehrt setzen. Jetzt sehen wir den transparenten Bereich, den wir mit der Maske erstellt haben. Hier erstellen wir jeweils noch einen Keyframe für den Maskenpfad, weiche Maskenkante, Deckkraft und die Ausweitung, indem wir jeweils einmal auf die Stoppuhr klicken. Damit können wir die Maskenwerte von Frame zu Frame ändern. Danach klicken wir auf Ausgewählte Maske einen Frame vorwärts verfolgen. Dafür können wir auch die linke bzw. rechte Pfeiltaste benutzen. Bei diesem neuen Frame erweitern wir jetzt unsere Maske, damit sie den Platz wieder füllt. Um die Maske bearbeiten zu können, müssen wir sie davor einmal ausgewählt haben. Falls man einen weiteren Maskenpunkt erstellen möchte, einfach auf den Maskenpfad klicken und diesen dann erneut anpassen. Diesen Schritt machen wir jetzt für jeden einzelnen Frame. Wieder einen Frame vorwärts gehen und die Maske erneut anpassen. Bis wir beim letzten Frame ankommen, bei dem wir die Maske über den kompletten Bildschirm ziehen können. Falls die Form der Maske in einem Frame nicht passt, kann man sie natürlich jederzeit korrigieren. Dabei lohnt es sich in den meisten Fällen, die Maskenausweitung etwas zu erhöhen. Jetzt müssen wir noch die Maske vor dem ersten Frame entfernen. Dafür gehen wir zum ersten Keyframe und gehen von da aus einen Frame zurück und verringern die Maskenausweitung, bis die Maske nicht mehr sichtbar ist. Endlich ist unsere Maske fertig für diesen Effekt. Jetzt ziehen wir den Clip noch eine Spur nach oben und ziehen unseren zweiten Clip darunter, und zwar zur Stelle, wo die Maske anfängt. Tada, fertig sind wir mit diesem Übergang. Vielen Dank fürs Zuschauen und vergiss nicht, mein Video zu liken, kommentieren und meinen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.